in wenigen Minuten zum Unfallopfer. H1A-Volontärin Viktoria macht heute den Selbsttest. Katrin Becker von der DLRG Niestetal sorgt regelmäßig für richtig fiese Verletzungen, allerdings nur für unechte. Mit Spachtel und Wachs macht sie gesunde Menschen zu vermeintlichen Unfallopfern und verpasst ihnen Brandwunden am Unterarm oder spaltet Fingernägel. In unserem Selbstversuch geht es um eine Gesichtsverletzung. Für die Platzwunde am Kopf benutzt Katrin Modellierwachs, das zum Schminken gut geeignet ist. Damit eine Furche in der Mitte entsteht, zieht Katrin mit ihrem Spachtel einen Riss in die Masse. Mit Kunstblut sieht alles noch realistischer aus. Fertig ist die Darstellerin für die Katastrophenübung. Sieht schlimm aus, ist aber schmerzfrei.